die Leute erstmal mit drei Kanistern ums Feuer laufen und das da reinkippen. Oder man macht einfach nur ein Lagerfeuer. Das sieht dann idealerweise so aus wie auf dem Foto gerade. Und wir legen das Ganze jetzt einfach direkt drauf. Das ist kein Problem, wenn er nachher am Asche dranhängt an dem Essen? Extra. Ihr Lieben, herzlich willkommen. Wir haben euch heute ein super Thema mitgebracht, nämlich Kochen mit Feuer. Wir stellen euch heute die Feuerküche vor. Alles, was ihr braucht, um geiles Feuer zu machen und darauf vor allen Dingen geile Zutaten zuzubereiten und geiles Essen zu machen. Da ist er. Hallo, ihr Lieben, hallo. Herzlich willkommen in der Show. Da bin ich wieder. Eine neue Runde, eine neue Wartezeit, hä? Wir freuen uns, dass du am Start bist und hinter dir brennt auch schon ein Feuer. Richtig, genau. Ich habe hier meine kleinen Feuerteufel um mich herum, die machen es mir jetzt ein bisschen gemütlich. Also ihr Lieben, es geht heute um Feuer und wir holen jetzt nochmal den Jürgen, denn der wird uns heute noch was Besonderes erzählen zum Thema Feuer. Der kocht jetzt gleich live. Und Jürgen, wenn du das hörst, schalte ich mal dazu, sag mal Hallo. Da ist er, der Jürgen. Hallo, grüß dich. Hallo Jürgen. Wo treffen wir dich an, mein Lieber? So, ihr trefft mich an zu Hause in Zürich, in meiner Wohnung. Und du hast den Grill schon angeschmissen? Ja, auf meinem kleinen Petromax Atago. Für die, die dich nicht kennen, sag doch nochmal eben kurz, was du machst und was deine Spezialität ist. Ja, ich bin Autodidakt, vor 2 Jahren mit meinen Freunden zusammen auch ein Buch gemacht zum Thema offenes Feuer, weil wir der Meinung sind, dass das Ursprünglichste ist, das wir kennen. Und das war das Erste, das ja, die Neandertaler gemacht haben, über offenem Feuer irgendwann mal Fleisch für länger haltbar zu machen, zu grillen, zu braten. Aber wir wollen dieser technischen Welt einfach ein bisschen entfliehen, wieder zurückgehen zu unseren Wurzeln, wo wir herkommen, unsere Instinkte wieder ein bisschen anzukitzeln. Und man hat nicht immer den großen, schönen Gasgrill oder Holzkohlegrill mit, wenn man gerade wie wir unterwegs sind, mit dem Dachzelt auf Reisen. Und damit wollten wir einfach zeigen, dass mit ganz wenig Hilfsmitteln auch schöne Gerichte zubereitet werden können. Und deswegen haben wir gedacht, inkludieren wir das in dieses Live rein, wo wir jetzt über Feuer sprechen und du, Jürgen, wirst heute uns was zubereiten. Es wird heute geben schöne Auberginen. Aus diesen Auberginen machen wir dann ein schönes Baba Ganoush. Und dann für die Freunde des Fleischgenusses haben wir schönes Rumpsteak und einen Tafelspitz. Ich bekomme jetzt auf jeden Fall ziemlich Hunger. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dummerweise habe ich mir den Magen noch nicht voll gemacht. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich ganz schön schmachten, wenn wir das uns jetzt angucken. Wir haben hier schon eine gute Glut gemacht. Wichtig bei der Glut, beim Asado, ist, dass man wirklich weiße Glut hat, ja. Und da legen wir jetzt die Auberginen einfach rein. Das ist kein Problem, wenn da nachher Glut, Asche dranhängt an dem Essen? Bei dieser Aubergine ist es gar kein Problem, weil wir nachher nur das Fruchtfleisch nehmen. Wir schneiden die Aubergine dann auf und kratzen nur das Fruchtfleisch auf. Grundsätzlich eignet sich für dieses Thema beim Gemüse alles mit einer harten Schale oder wie bei einer Zwiebel mit einer Mehrfachschale, eignet sich alles sehr gut für diese Art der Zubereitung. Jürgen, du hast was zu zeigen. Ja, wir könnten jetzt beginnen mit der Aubergine. So, die ist jetzt schon wunderbar weich. Also die sieht jetzt erstmal aus, als wenn die komplett zerstört ist. Aber das ist nur der erste Eindruck. So, wir schneiden die jetzt auf. Ganz vorsichtig einfach das Schwarze weg mit einem Löffel auskratzen. Das geben wir jetzt in ein Gefäß rein. Und vor allem ist es immer so, dass durch das Feuer und durch den Prozess, den das Lebensmittel hier jetzt durchmacht, es einfach süßer wird. Ja, aber werden die Lebensmittel alle einfach durch den Fruchtzucker, der da dabei ist, auch einfach diese schöne natürliche Süße. Es macht gar nichts, dass da außen alles verkohlt ist. Sag mal Jürgen, woher weißt du, wie lange das drin liegen muss? Das ist eine reine Gefühlssache. Man sieht, wenn dann die Haut so leicht aufplatzt, ja, und dann sich so die erste Schicht, die oberste Schicht dann einfach ein Stück weit löst, dann sieht man das. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch ich habe alles irgendwann einmal probiert und dann kriegt man da ein Gefühl dafür. Dann nehmen wir Zitronensaft, dann nehmen wir etwas Salz, frisch gemahlenen Pfeffer, den ich vorbereitet habe. Auch hier kann man natürlich mit den verschiedensten Gewürzen, Schärfe und so weiter arbeiten. Ich mag es pur am liebsten. Jetzt wird das Ganze vermischt und ihr seht, wie das heiß ist. Matschepampe machst du da jetzt einfach, also für den Laien. Das ist richtig Matschepampe. Wer Baba Ganoush kennt vom Libanesen, der weiß, dass das eine ziemliche Pampe ist. Dann gebe ich noch etwas Minze dazu und jetzt einfach auch ein Stück weit auskühlen lassen. Dieses Baba Ganoush wird ja in der Türkei, in Israel,
im Libanon und so weiter überall unterschiedlich gegessen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Rezepte. Man könnte jetzt hier ein bisschen Sesampaste dazugeben. Man könnte hier jetzt mit Kreuzkümmel ein bisschen arbeiten. Hier gibt es keine Einschränkungen, jeder so wie er es mag. Erzähl uns was über die Feuerküche. Was braucht man denn für eine Feuerküche? Was müssen wir jetzt als erstes machen dafür? Ja, eigentlich geht's ja los mit dem Holzsammeln. Und das hat der Jürgen eben schon angesprochen. Du brauchst halt das richtige Holz, damit du ein richtiges Feuer machen kannst. Und gerade wenn du wirklich vorhast, mit deinem Holz Lebensmittel zuzubereiten, also Fleisch, Fisch oder in dem Fall jetzt eben ja auch gesehen Gemüse, dann nimmst du am besten Buchenholz. Da führt eigentlich kaum Weg dran vorbei. Das ist halt so die erste Liga im Holz, also Hartholz zu verwenden. Du kannst auch andere Hölzer verwenden, also Kirschholz oder sowas. Aber ganz wichtig ist halt, dass man nicht Holz nimmt mit sehr viel Harz drin ist, also Nadelhölzer, so Tannen, das ist gar nicht so gut. Und natürlich auch keine lackierten oder irgendwie behandelten Hölzer. Buche, das hört man immer wieder. Hat das einen besonderen Geschmack? Das hat halt einen sehr hohen Brennwert. Das heißt, schmeißt ein Holzstück rein und hast davon doppelt so lang wie von einem herkömmlichen Stück Holz. Viel Energie, die halt in einem Holzscheit aus Buche steckt. Musst du dann auch nicht die ganze Zeit nachlegen, sondern hast lange eine gleichbleibende Glut beim Asado oder auch, wenn wir nachher auf die ganzen Geräte so ein bisschen zu sprechen kommen. Naja, willst du ja auch wie zu Hause am Herd, machst den auf 5, dann willst du ja auch gleichbleibend so eine kleine Regelung haben. Und das heilst du halt mit so einem hochwertigen Holz, kriegst das besser hin. Dieses ganze Knisterholz, was ja so geil knistert, was immer die schönen Funken macht und was immer so lodert, das ist also zum Kochen nicht so ganz geeignet. Nee, das ist nicht zum Kochen so gut geeignet. Das ist auch nicht für Lagerfeuer so gut geeignet. Und das geht dann halt auch so weit, dass man halt ein bisschen auf die Sicherheit natürlich achten muss. Ja, so ein Funkenflug kann nicht nur in den Hosen oder Haaren landen, sondern auch bei Nachbarn im Garten in der Tanne. Und dann brennt es nebenan und plötzlich wird es laut und die Feuerwehr kommt. Also dieses Puffholz, also gerade auch Holz, wo eben Luft mit eingeschlossen ist, das ist ja auch nicht so ungefährlich, gell? Also können ja auch mal ganze Fetzen rausspringen. Und da würde ich tatsächlich aufpassen. Wir haben ja auch so ein bisschen eine Sorgfaltspflicht und da möchte ich dann gerne darauf hinweisen, dass das so ein bisschen sicher von der Bühne geht. Wir gehen mal zum Thema, wie mache ich denn einfach ein gutes Feuer? Und du hast einen grandiosen Artikel geschrieben, der ist auf unserem Blog zu finden. dachzeitnomaden.com/blog oder ihr geht unter, Technik und Zubehör, findet ihr alle drei Teile sogar, dieses Kochen unterwegs. Also wir hatten ja schon Brennstoffe, wir hatten schon Campingkocher und jetzt kommt eben Feuer. Ich zeig mal die Bilder. Ja, Feuer machen in ein paar einfachen Schritten. Ich habe sie gar nicht gezählt. Im Grunde genommen geht es erstmal los mit der Vorbereitung des Untergrunds. Logischerweise sollte man das jetzt nicht auf der trockenen Wiese machen und auch so um diese Feuerstelle herum auch so ein bisschen dafür sorgen, dass halt da nichts anfangen kann zu brennen. Und dann kann man sich das aussuchen, ob man halt wie jetzt auf dieser Zeichnung so ein paar Steine nimmt, die man da drum legt, dann sieht das Ganze auch noch stilecht aus. Ja, und dann gehst los und legst unten erstmal so einen kleinen Boden für dein Feuer aus und somit schaffst du dann so eine kleine Unterlage, wo dann nachher die Luft so ein bisschen reinziehen kann, wie so ein Kamineffekt letztendlich. Trockenes Holz natürlich. Ja, dann geht's schon weiter mit dem Zunder. Irgendwas, was sehr schnell wenig Energie brennen kann. Ja, dann baust du eine Pyramide darum oder du kannst auch so einen kleinen Quader drum errichten. Dann zündest du das Ganze an und wichtig dabei ist halt, die Windrichtung zu beachten. Von allen Seiten das Holz irgendwie umströmt werden kann mit Sauerstoff und dann hast du es geschafft. Ne? Dann kannst du dich irgendwann zurücklehnen und deine Kartoffeln reinschmeißen oder die Auberginen. Oder man macht einfach nur ein Lagerfeuer. Das sieht dann idealerweise so aus wie auf dem Foto gerade. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Sache, die man nutzen kann. Neben Holz, was wir am Ende brauchen, ist Glut und du kannst ja auch mit Briketts arbeiten. Da habe ich auch was Neues gelernt im Artikel. Ich gebe ihn mal wieder frei. Du hast es schon richtig angesprochen. Man kann natürlich auch so ein bisschen der Umwelt was zurückgeben beim Kohlekauf. Das heißt, jeder kennt diese klassische Grillholzkohle. Früher war es ganz oft so und leider auch heute noch, dass halt eine Menge Tropenholz dabei drauf geht für die Herstellung von Holzkohle. Und es muss nicht sein. Man kann natürlich darauf achten, dass das extra draufsteht, dass keine Tropenholzer für so eine Holzkohle verwendet wird, dann steht es auf der Verpackung drauf. Oder man geht hin und nimmt diese Olivenkernbriketts. Das ist einfach aus Oliven gepresstes Zeug sozusagen. Sieht aus wie ein normales Brikett letztendlich. Quasi ein Abfallprodukt, was man sich dann wieder zunutze macht. Das gleiche gilt natürlich auch bei diesen Kokosbriketts. Da sind es halt die Kokosschalen, die verwendet werden. Brennen auch noch länger. Also die bilden länger bleiben nochmal eine Glut als diese herkömmlichen Holzkohlebriketts. Ja, man muss dazu sagen, die Olivenkernbriketts oder die aus den Kokosnüssen sind natürlich ein bisschen teurer, aber wie gesagt, die brennen auch länger. Macht einfach mehr Bock, wenn man so ein bisschen was zurückgibt, wie gesagt.
Und apropos zurückgeben, das gibt es nicht nur bei Briketts, sondern das kann man auch beim Anzünder machen. Ne? Da zeige ich euch jetzt nämlich auch nochmal was. Ja, da scheiden sich ja irgendwie so die Geister. Ne? Bei dem Anzünder, der eine liebt sein Benzin und kippt das einfach rüber und dann brennt das irgendwann. Aber du willst natürlich da auch, wenn du schon die gute Kohle nimmst, dann kannst du Anzündwolle nehmen, die jetzt auch nicht so mit Chemie vollgetränkt sind, weil das sind meistens diese, jeder kennt vielleicht diese kleinen weißen Würfel, Grillanzünder noch. Und das ist halt auch pure Chemie. Klar, der Herstellungsprozess ist jetzt auch nicht der tollste. Da kann man dann auch nochmal so ein bisschen in die etwas grünere Richtung gehen und sich mit der Anzündwolle dabei helfen. Und ja, auch ganz wichtig, Leute, so anzünden mit Spiritus oder halt, wie gesagt, das Benzin ist echt auch eine gefährliche Sache. Aber ich muss sagen, diese Wolle, die funktioniert auch super geil, ne? Ja, und du kannst mit dieser Wolle natürlich auch dein Lagerfeuer anmachen. Ne? Das ist also dann auch so ein sogar Zunderersatz. Klar kannst du mit Grillanzünder auch. Und jeder kennt vielleicht diese Videos aus dem Internet, wo die Leute erstmal mit drei Kanistern ums Feuer laufen und das da reinkippen. Und dann gibt es nachher eine riesen Verpuffung und das Feuer verteilt sich auf 300 Quadratmeter so ungefähr. Deswegen, also du kannst halt diese Öko-Anzünder, und das meine ich jetzt nicht abwertend, die kannst du auch für ein Lagerfeuer benutzen. Wenn du so einen Hunger hast wie ich gerade, dann machst du das am besten in so einem Anzündkamin. Kommt halt die Kohle rein und da wird dann ein bisschen Feuer unten reingemacht. Durch Zünden die Kohlen einfach schneller, weil man sieht jetzt auf dem Bild, unten kann halt die Luft einströmen, diesen Schornstein. Geht das halt super schnell mit dem Durchzünden und dann schützt nachher die Kohle einfach in deinen Grill rein oder und dann kannst du direkt loslegen. Und ich gebe nochmal Bildschirm frei. Es gab ein super Bild, wie man auf sich einen Grill zusammen basteln kann. Letztendlich brauchst du ja nicht viel, um irgendwie dir einen Grill zu basteln. So ein Einkaufswagen sieht zwar cool aus, ist aber letztendlich auch nicht so das Nonplusultra, weil dieses Grillrost ist halt beschichtet. Da kommen dann halt nicht nur gute Stoffe in dein Fleisch, ja, sondern auch so ein paar ungesunde Stoffe. Deswegen ist das eher so als abschreckendes Beispiel gemeint. Ich fand's ganz lustig, musste ich das unbedingt mit einbauen. Wenn du halt ein ganz normales Grillrost nimmst, dann kannst du es auch irgendwo mit ein paar Steinen einen auf dein Feuer setzen, weil dann kannst du letztendlich auch schon losgrillen und brauchst keinen 300.000 Euro teuren Kugelgrill von der Firma, weiß ich nicht. Ja, und man braucht ja auch kein krasses Equipment. Man kann ja theoretisch auch hingehen und mit einem Stock arbeiten, ja. Also ich meine, ihr kennt alle Stockbrot. Ja. Du kannst ja auch deine Wurst auf den Spieß draufpacken. Also das ist ja durchaus auch möglich. Man braucht gar nicht die komplette Grill-Equipment. Ich habe vorbereitet ein Stück Tafelspitz. Klassischerweise wird hier in Brasilien ein Churrasco-Spieß, das ist so ein Teil, so ähnlich wie ein Schwert. Und so wird dann ein Stück nach dem anderen aufgespießt. Es wird nur ein bisschen gesalzen und über der offenen Glut wird es dann gebraten. Und wir machen jetzt zwei Dinge gleichzeitig. Wir haben hier jetzt noch ein kleines vom Roastbeef, ein dünneres Stück runtergeschnitten. Und ein dickeres Stück, das werden wir auch nur salzen. Wenn wir jetzt das erste in die Glut schauen, links haben wir noch ein bisschen Feuer, aber das macht gar nichts. Und wir legen das Ganze jetzt einfach direkt auf. Und den Spieß gehen wir einfach oben drüber. Das geht jetzt ganz schnell. Das dünne Stück werden wir gleich wieder umdrehen. Wenn man auf das Fleisch schaut und das ein bisschen beobachtet, beginnt irgendwann der Fleischsaft auf der Oberseite ein bisschen auszutreten. Und das ist dann für mich das Zeichen, dass ich das Stück Fleisch dann umdrehe. Ja. Wichtig ist beim Fleisch, dass man es immer ein Stück weit rasten lässt, ja. Dass sich die Fleischstrukturen wieder entspannen können, dass die Fleischsäfte wieder zurück können in die Kapillaren. Ihr seht, es ist keine Asche drauf, gar nicht. Ja, ganz leicht, wenig. Asche ist tatsächlich auch antibakteriell. Früher hat man sich mit der Asche sogar die Zähne geputzt, ja. Wie kommt das, dass man so ein Gefühl bekommt, dass Asche voll doof ist? Dass das so easy peasy ist und sogar gesund? Das Wichtigste ist natürlich ein schönes, scharfes Messer. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Ist jetzt nicht so medium rare oder was. Wir geben jetzt noch als Tipp ein bisschen Limettenabrieb drüber. Und dann für alle, die Hunger haben, ein wunderbar zartes Stück, gleich die Frische mit der Limette, nur mit Salz, Gewürz, mehr geht nicht. Als Tipp noch dazu, frisches Chimichurri. Was ist das? Das ist eine südamerikanische, ja, Gewürzpaste, kann man sagen. Dann nochmal so den extra Kick. Mittlerweile ist auch unser Churrasco soweit, unser Tafelspitz. Ja. Zieht dann ein bisschen runter und schneidet sich dann einfach ganz feine Tranchen, wie ihr seht,
Man kennt das vielleicht ab und zu. Rodizio-Spieß wird es auch genannt. Und gibt es dann wieder zurück aufs Feuer und lässt es weitergrillen. Wieder ein bisschen Chimichurri drauf und fertig ist das Ganze. Extra Petito. Ich glaube, die Leute machen gerade schon Feuer an. Die wissen ja jetzt, wie es geht und schmeißen gerade alles, was sie haben, ins Feuer. Aber wirklich immer gutes Fleisch verwenden, kein Billigfleisch, wirklich zum Metzger gehen. Und hier bei dieser Methode einfach auch eines, nicht einmarinieren, nicht einölen, wirklich das Naturfleisch salzen und in die Glut. Ich find's geil, so ursprünglich, ne? Also es ist einfach so easy. Also was macht man sich da manchmal für Gedanken, was man alles braucht? Und man sieht jetzt an diesem Beispiel, wie einfach es sein kann und unkompliziert auch. Stefan, womit fangen wir an? Was ist dein Lieblingsding? Oh, mein Lieblingsding ist tatsächlich der Dutch Ofen. Vorteil, man kann halt nicht alles ins Feuer reinschmeißen, um es mal so salopp zu formulieren. Es gibt halt gewisse Dinge, die halt irgendwie in einem Behälter sein müssen. Der Dutch Ofen ist halt ziemlich cool. Du kannst alles daran machen. Du kannst letztendlich da auch in dem Ding backen. Du magst halt, dass du irgendwas vorbereitest. Du schmeißt da dein Fleisch rein und du hast deine Kohlen, die du dann unten und oben verteilst. Und dann lässt du das irgendwie 2 Stunden lang irgendwie in Ruhe. Und dann ist dein Essen fertig. Finde ich genial. Ist natürlich jetzt nichts für die, die wirklich ganz doll Hunger haben. Das ist eher so ein Slow Cooking. Aber dafür entwickelt sich da drin auch so ein echt geiler Geschmack. Ich wollte es in den Artikel nicht reinschreiben, aber so ein Dutch-Ofen fängt auch irgendwann an zu leben. Das hört sich komisch an. Aber dieses Gusseisen nimmt auch irgendwie den Geschmack halt von den Speisen an und wird im Prinzip immer besser. Und dann hast du irgendwann so einen richtig eingebrannten, coolen Dutch-Ofen und kannst da drin halt deine verschiedenen Speisen zubereiten. Und man kann den Deckel auch als Pfanne nutzen, ne? Richtig, du kannst den Deckel umdrehen, dann hast du da drin halt eine Pfanne und kannst dann wirklich dann auch dein Spiegelei da drin machen oder halt letztendlich irgendwie braten wie in einer ganz normalen Pfanne. Ja, das Ding ist halt genial, du kannst damit alles machen und du musst kein Meisterkoch sein, um deine Leute zu beeindrucken, die um dich rumstehen und mit den Hufen scharren. Aber die halten dich dann alle für einen Meisterkoch, weil das so geil schmeckt, was da rauskommt. Und es gibt neben Topf aus Gusseisen auch noch Pfannen aus Gusseisen. Haben wir im Artikel alle verlinkt für euch. Was ich auch noch sehr spannend finde und was auch seit dem allerersten Dachzeitnomaden mal immer mit dabei war, Flammlachs. Das sind die Bretter, die man dafür nutzt. Ja, es ist eigentlich ein ganz simples Prinzip, ne? Das ist dein Lachs, den du darauf spannst und mit diesen Klammern wird es halt gehalten. Und der Garprozess geschieht einfach dann durch die Strahlungswärme. Und hier sehen wir auf dem Foto halt, wie es so seitlich auf so eine Feuerschale raufgesteckt ist. Eine leckere Sache. Ich glaube, da gibt es nichts, was nicht schmeckt. Ich werde in der Zwischenzeit jetzt die Banane vorbereiten. Wir wollen ja auch ein bisschen ein Dessert haben. Geben die einfach auch hier rein und legen die Banane einfach in die Glut. Ja, Banane kennen wir ja alle vom Grill, aber wir tun sie immer auf dem Grill und nicht da in die Glut rein. Und anscheinend funktioniert es auch so. Also wir brauchen schon eine gute Hitze, damit wir auch, dass wir auch durch die Schalen natürlich reinkommen ans Grillgut, damit das innen weicht. Nochmal zurück zum Lagerfeuer, dass man halt mal das Löschen oder so bespricht. Ist mir das halt wichtig, dass man halt so ein Feuer, entweder lässt es ganz ausbrennen und sorgst dafür, dass Glutreste halt nicht wegfliegen können. Dann ist es halt nicht sicher. Also mein Tipp da immer, das Feuer zu löschen. Schön mit Wasser, das gibt dann immer einen tollen Effekt. Da muss man aber auch so ein bisschen aufpassen. Oder man deckt es einfach mit Erde oder Sand ab und dann halt am nächsten Morgen auch bitte dafür sorgen, dass da nicht irgendwie das aussieht wie so eine Kraterlandschaft, sondern dass man den Platz auch wieder so verlässt, wie man ihn vorgefunden hat. Es kommt immer auch drauf an, gerade auch wie beim Dachzelten, wie man sich verhält. Es funktioniert auch, da sagt keiner was, aber wir behalten das alles auch im Auge. Holz sammeln im Wald, das habe ich auch im Artikel angesprochen. Du darfst nicht einfach losgehen und Holz zusammensammeln im Wald. Das gehört irgendjemandem. Letztendlich ist es irgendwie Diebstahl, wenn du dir Holz zusammensammelst und da zählt auch das Bruchholz zu. Wenn du mal blöd angeguckt wirst von jemandem, ey, was machst du da? Das ist mein Holz, dann ja, kann das auch sein, dass das demjenigen gehört. Und ganz wichtig auch bei dem trockenen Sommer, der uns jetzt wahrscheinlich wieder bevorsteht, Waldbrandstufe. Im Zweifelsfall immer mal irgendwo nachfragen, wenn man irgendwo hinfährt, man sich nicht eigentlich auskennt. Darf ich das überhaupt? Oftmals auch auf Campingplätzen dann verboten. Ich wollte jetzt nochmal kurz auf einen Artikel hinweisen. Da könnt ihr euch informieren, wie es aussieht gerade. Ja, und meistens sind dann auch bei so akuten Gefahrensituationen halt Waldwege gesperrt. Es muss nicht immer nur im Sommer sein, so eine Waldbrandgefahr oder so eine hohe Waldbrandgefahr. Das kann auch im Herbst sein oder zu anderen Jahreszeiten. Genau, also ihr könnt euch da immer informieren, wenn ihr da unsicher seid. Ich würde jetzt eine rausholen, so einen Dreieckschnitt vorne, das so abziehen. Jeder, wie er es haben möchte,
bisschen Honig drüber, bisschen Zimt vielleicht. Ja, liebe Dachzeltnomaden, das war's heute von mir. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise direkt aus der Glut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und vielleicht sehen wir uns am nächsten Festival. Hättest du Lust, eventuell das eine oder andere Rezept für unser Dachzeltnomaden-Kochbuch online zu uns zu schicken und wir stellen es online? Können wir gerne machen, kein Problem. Es gibt 3 Teile insgesamt zum Kochen unterwegs. Unseres Wissens alles, was man über das Kochen unterwegs wissen muss, was alles die Technik angeht. Man soll nicht hungrig Dachzelt live schauen, sagt Heil Marion. Wir danken euch, dass ihr zugeschaut habt, Leute. Wir wünschen euch einen guten Hunger. Tschüss, bis nächste Woche. Sind wir raus? Ich weiß noch nicht. Nee, dann sind wir nicht raus. Hast du so viel Hunger? Nein. Kann sein. Oder pupsen? Nee, das mache ich die ganze Zeit schon. Ich habe ja so ein Richtmikrofon, da hört man das nicht. Das ist das, was du denkst. Ich frage mich die ganze Zeit, was denn dieses... Oh.